zu der Powerbank. Oh, Alter, was geht ab, Leute? Hunger. Direkt am Westparkplatz angekommen. Auf der Suche nach dem Parkplatz direkt ein paar Mafados bereits gefangen. Der Kollege hat mich abgeholt von der Uni. Richtiger Luxus-Service. Und jetzt gehen wir ein paar Macholos abchecken und über ein paar Sachen gehen. So, ein neuer Kollege, der bei mir in der Gegend immer unterwegs ist. Aber keine Angst, das ist nicht der Kevin. Du weißt, wir haben unser Gebiet früher aufgeteilt. Da oben waren die Blauen, rechts waren die Gelben und links waren die Roten. Ich habe seinen Namen oft gesehen, aber nie kennengelernt. Aber jetzt durch die Raids haben sich die ganzen Teams vermischt und jeder kennt da jeden. Für die Raids braucht man da viele Kontakte. Jetzt habe ich ihn kennengelernt. Jetzt gehen wir ein paar Machotos fahren. Das dritte hier schon gleichzeitig. Schlecht. Ich fange den jetzt und dann zeige ich euch was vom neuen Update. Was ganz witzig ist. Oder auch nicht, wie man es nimmt. Seit, keine Ahnung, wie lange. Okay, noch ein Versuch. Okay, der flieht hoffentlich nicht. 77 WP. Okay. So, zeige ich euch, was mit dem neuen Update passiert ist. Alle meine gelben Zuschauer da draußen. Wir haben unseren Anführer verloren. Wer ist das? Zum Glück ist die Bewertung gleich geblieben. Würde jetzt die rote Bewertung kommen, ich würde ausflippen. Schlechtes Macholo. Keine Ahnung, was da los ist. Ich habe schon ein paar Memes online gesehen. Echt lustig. Aber Leute, wir haben unseren gelben Anführer Spark verloren. Heute bin ich Team Rot. So, bevor wir zu tief reingehen in den Park. Könnt ihr sehen, ich habe 9-10 Kilometer, hat sich so angesammelt. Wie gesagt, ich weiß nicht, was ich mit dem machen soll. Ich laufe jetzt, das ist neu, dieses Pokezeichen da. Ich laufe jetzt immer mit einem, dann schauen wir mal. Servus. Servus. Wohin? Viele bekannte Gesichter sieht man hier. Servus. Im Park. Servus. Alle am Macholo farmen. Geier. So, kurze Unterbrechung von den Macholos. Für ein Inkognito. Mein Gott, lade doch. Okay. Kann euch nicht abstellen. Oh mein Gott, nicht gelbe Berge. Und es regnet. Oh mein Gott. Goldene Berge. Schauen wir mal. Ein U. Ich schaffe irgendwie nie Great bei denen. Und? Alles klar, wir haben es. Sind noch ein paar andere Leute direkt an der U-Bahn. Perfekt. Unser neuer Teamführer hat die AV gecheckt. Die AVs sind nicht gut. Servus. Ja. Ist jetzt die Kopfschmuck? Ja. Oh, können wir gleich ein Foto machen? Ja, klar. Das haben wir, ne? Ja. So. Gerade zu Hause angekommen. Wetter richtig schlimm geworden. Ich mach mal kurz das Spiel an. Dann zeige ich noch ein paar Sachen. Heute ist echt viel passiert. Die Chats überfluten gerade. Genauso wie das Wetter. Auf jeden Fall. Okay, das lädt noch. Auf jeden Fall, zum Glück, ein Inkognito gefangen, neues, immer gut, immer saftig. Ich war zufällig mit der Birgit da, Shoutout an Birgit, das ist meine Konkurrentin, meine selbsternannte Konkurrentin. Sie hat mich als Rival noch nicht anerkannt, weil ich zu schlecht bin. Aber sie ist die Top-Scannerin, Top-Jägerin bei uns. Ich habe die 100%-Challenge mit Julian am Laufen. Wir haben es noch nicht vergessen, ist alles nur gerade sehr hektisch. Aber nichts gegen Julian, aber meine richtige Konkurrentin ist die Birgit. Es war, glaube ich, ihr 20. Inkognito und also sie hat bei weitem mehr 100% als ich. Sie hat gestern zum Beispiel 500% Macholo gezeigt. Ich habe 3.
Also sie ist echt meine Konkurrentin, was das angeht. Also der Battle zwischen mir und ihr. Das ist der vage Battle, nicht zwischen mir und Julian. Das war das eine. Das zweite ist, Shoutout an einen Zuschauer, den ich im Westpark getroffen habe. Wir mussten leider schnell weg wegen dem Inkognito. Falls du das siehst, sorry, dass wir uns nicht mehr verabschieden konnten. Beziehungsweise, dass wir dich nicht mitgenommen haben. Er ist bei dem Raid stehen geblieben. Wollte den mitmachen mit ein paar anderen Leuten. Wir sind weiter zu den Macholos und dann kommt das Inkognito rein und er kommt mir halt nicht mehr zurück. Das wäre sonst nicht mehr ausgegangen. Auf jeden Fall, Shoutout an dich. Ich habe vergessen zu fragen, was für ein Landsmann du bist. Ich glaube Vietnamese auch. Aber viel Glück und Erfolg beim Studium. Ich habe zum Glück jetzt bald hinter mir. Falls du mal was machen willst, melde dich einfach über Facebook oder Instagram. Ansonsten hat das Spiel endlich geladen. Aber ich habe Screen Recorder noch nicht an. Mehrere Sachen mit dem neuen Update. Und dann sogar noch was anderes. Erstens, ihr habt es schon gesehen, habe ich schon angesprochen. Machen wir es nochmal beim Inkognito. Die Gelben haben ihren Führer verloren. Jetzt haben wir die Rote da. Ich kenne ihren Namen nicht, aber sie bewertet jetzt alles für uns. Das war das eine, echt lustig. Im Internet schon verschiedene Memes dazu gesehen. Das zweite ist, das sieht man glaube ich hier nicht. Das mit den Arenen und dem Füttern haben die jetzt eingeführt. Da klickt man auf eine Arena zum Beispiel. Dann lädt es, dann sieht man das Ganze hier. Dann kann man Go to Gym machen. Aber das haben die, hat Niantic jetzt erstmal abgeschaltet, weil gestern Abend lief es glaube ich noch. Also ich habe ein paar Zuschauer, die haben mir geschrieben, die haben alles verfüttert. Und es lädt. Eigentlich müsste jetzt ein Fehler kommen. Weil gestern Abend, ja genau. Gestern Abend ging es noch. Die Zuschauer haben direkt alles verfüttert und Staub eingesammelt. Aber anscheinend haben die Leute danach ein Softband bekommen. Weil das so ein GPS-Sprung war oder so. Und jetzt haben die es erstmal deaktiviert. Das war das eine. Jetzt funktioniert es leider noch nicht, aber demnächst wahrscheinlich. Das andere ist, das habe ich auch schon angesprochen, man kann unendlich viel füttern. Also ich bin mir nicht sicher, ob es unendlich viel ist. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber mehr als davor. Das Limit ist auf jeden Fall höher. Wenn man an einer Arena steht, ich habe es noch nicht ausgetestet, weil ich es eigentlich für ein Video aufheben wollte. Aber jetzt bin ich ja zu Hause wegen dem Wetter. Aber jetzt kannst du ein Pokémon, das Max Motivation hat, trotzdem noch füttern, immer weiter füttern. Ich habe bestimmt schon 20, 30 Bären verbraucht an einem Pokémon vorhin, wo ich mich reingestellt habe. Und das heißt, man kann jetzt eigentlich sozusagen Bären in Staub verwandeln. Sprich, sowas wie Klickertouren, Tramtouren, Bustouren lohnt sich wieder. Bisschen klicken, bisschen EP machen, Beutel füllen mit Bällen, Tränken, Items und natürlich jetzt auch Bären, weil Bären gleich Staub ist. Und wenn man von zu Hause aus unendlich viel füttern kann, dann kann man sozusagen seine ganzen Bären direkt in Staub umwandeln. Das ist schon mal ein guter Vorteil. Ansonsten noch kurz hier, ganz kurz angesprochen, Pokémon, die du in die Arena gestellt hast, verlieren ihren Favoritenstatus. Wie zum Beispiel bei meinem 100% Carpador jetzt. Natürlich normalerweise immer ein Stern, weil er 100% ist. Nur so ein kleiner Hinweis, falls ihr das überseht und dann aus Versehen eure guten Pokémon verschickt. Und das waren glaube ich alle Neuigkeiten von heute. Ich wollte wie gesagt heute eigentlich wieder Frau Kong Update machen. Mehr dazu. Aber heute kamen wieder so viele Sachen rein. Es kam auch noch ein krasser Trailer rein angeblich. Zu legendären, zum Go Event und zu dieser Mystery Challenge. Also das schaue ich mir gleich an. Und dazu mache ich eine Live Reaction. Aber das kommt jetzt danach im Anschluss. Erstmal lasse ich von der Roten hier meinen Topsy bewerten. Aber das war's glaube ich. Das waren echt eine Menge Informationen. Plus ein Inkognito, ein paar Macholos gefarmt. Das müsste für dieses Video reichen, aber bleibt dran, heute drei Videos. Das Blitzer-Video, checkt das ab, wie ich das gemaxt habe. Dann dieses Video hier, wo echt viele neue Sachen passiert sind. Und danach schaue ich mir den Trailer an. Ich bin echt gespannt, weil es haben ernst viele Leute in den Chats darüber geschrieben. Manche haben geschrieben, dass sie das 10-mal angeschaut haben oder so. Also ich bin echt gespannt. Aber wie gesagt, das war's. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Wie findet ihr das mit den Bären jetzt? Schreibt das unten in die Kommentare. Und ansonsten folgt mir auf Instagram und Facebook natürlich. Shoutout an alle Zuschauer, die ich heute getroffen habe. Beim Inkognito, beim Macholonest. Und vergesst nicht, Pokémon Serious Business.